Lieber Abt, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, deinen Namen und wo du herkommst? Abt Masud, mein Name ist, ich bin ein gebürtiger Jordanier, lebe in Österreich und momentan bin ich ein Künstler und ein Galeriebetreiber. Bevor wir zu dem Thema der heutigen Ausstellung kommen, darf ich dich fragen, in deiner künstlerischen Arbeit, welche Themen sind deine Lieblingsthemen und mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten? Großteil von meinen Arbeiten sind schon an Canvas, das ist Arbeit, oder Leinwand. Ein wichtigeres Symbol, was es immer wieder kommt auf meine Bilder, ist die arabische Kalligrafie und die arabische Symbolen. Und das ist jetzt ein Teil von meiner Lebens, meiner Geschichte, arabische Geschichte, ist es da, die österreichische Publikum oder das Publikum zu präsentieren. In dieser Ausstellung sehen wir eine ganz besondere Arbeit von dir. Und weil du vorhin Kalligrafie gesagt hast, so einfach ist das für einen Österreicher gar nicht zu lesen. Was war die Idee, dein Thema zum Polster? Eines möchte ich sagen, jetzt die Arbeiten, was Sie sehen bei mir oder die Kalligrafie, was Sie sehen bei mir, ist es nicht nur für Österreicher oder für Nicht-Arabisch Sprechende, ist es nicht lesbar, sondern manchmal ist es auch für viele Araber. Ich verwende nicht die traditionelle Kalligrafie, was man tagtäglich ist es in Märkten ist es sieht oder ist es bei traditionellen Kalligrafen, sondern ich verwende alte arabische Schriften, die man das entziffern muss, um das zu lesen. So, das ist jetzt eine Sorge nicht nur für nicht-arabische Sprechende, sondern auch für alle. Entweder ist es akzeptiert man diese Art von Kunst oder ist es nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Diese Arbeit hat einen sehr interessanten Titel. Sag uns bitte in ein, zwei Sätzen, was es mit diesem Titel auf sich hat. Rumi, ich sage das ist jetzt allgemein, die Liebe ist es für, oder die Ruhe, was die Rumi ist, strahlt ist in seinen Arbeiten. Das habe ich versucht, das jetzt zu vergleichen, es ist mit dem Polster-Thema. Sufi Meister, die versuchen alles zu vereinfachen, dass wir jetzt gemütlich durch das Leben gehen. Und Polster ist es für mich ist es auch. Ohne ein Polster kann ich den Nacht nicht so gut verbringen, Energie sammeln, dass ich jetzt den nächsten Tag genug Kraft zu überleben. Gut, und als letzte Frage, du hast sicher eine Menge schon hinter dir in deiner künstlerischen Karriere. Welche größeren Schritte, welche größeren Projekte stehen in der nächsten Zukunft an? Wir haben jetzt in die kommende Zeit, wir haben gegründet jetzt die erste Kalligrafiegesellschaft in Österreich. Das ist eine größere Sorge es ist da für uns, dass die Idee zu verbreiten. Und wir haben jetzt heute ist auch, dass es vorhanden ist, der Chef also, oder die Obmann ist von der Arabisch-Österreichischen Haus für Kunst und Kultur. Wir haben auch die Programm für dieses Jahr. Und das sind jetzt 18 Veranstaltungen haben wir für die 2016. Und das ist genug Arbeit. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg noch für deine Unternehmungen. Danke. Danke.